Das ATV-Stadtgespräch wird Ihnen präsentiert von der Sparda Bank. Finanzen einfach und entspannt erledigen. Sparda Bank. Hallo und willkommen zum Stadtgespräch. Diesmal habe ich den Schlossherrn von Hof Hegnenberg zu Gast. 2008 hat er dieses Schloss gekauft und aufwendig saniert und restauriert. Und ich begrüße an dieser Stelle ganz herzlich Professor Dr. Dr. Peter Löw. Machen wir es einmal ausführlich. Schön, dass Sie bei uns sind, Professor Löw. Ja, freue mich auch. Man sagt ja immer bei diesen Titeln, Ober sticht unter. Also wenn man schon mal Professor ist, dann muss man die Doktortitel nicht mehr erwähnen. Ist das in Ihrem Sinne? Ja, ich würde es auch. Das verkürzt das Gespräch oder man hat ein bisschen mehr Zeit, um über andere Sachen zu reden. Ja, genau. Gerne. Wir wollen nämlich viel erfahren über diesen Schlossherrn, der, ich weiß nicht, aus Jux und Dollerei vielleicht 2008 gesagt hat, jetzt kaufe ich mir dieses Schloss in Hof Hegnenberg. Wie kam es dazu? Das war eigentlich so ein bisschen ein Zufall. Ich lief durch Augsburg, hatte einen Geschäftstermin und schaute dann so, ohne dran zu denken, in ein Immobiliengeschäft. Und dann war just in dem Augenblick der Immobilienmensch dabei, ein Schild reinzustellen, mit Schloss zu verkaufen. Ja, und dann schaute ich mir das an, stellte fest, ein großes Schloss. Damals, ich habe ja 5 Kinder, wie Sie vielleicht wissen, und der Älteste war damals vielleicht gerade so 8, 9 Jahre alt. Und ich dachte, puh, so ein Schloss, der Preis war nämlich nicht sehr hoch. Ich kann es ja auch mal sagen, es waren, glaube ich, 1,6 Millionen Euro, das Ganze bei 5 Hektar Grund. Und ich dachte mir, ja, ich dachte in München, ein rein Eckhaus kostet deutlich mehr. Mhm. Und mit 5 Kindern, die brauchen auch viel Platz, dachte ich, ein riesiges Schloss. Allein die Wohnfläche sind, glaube ich, 6.000, 7.000 Quadratmeter in dem Schloss. Dachte ich, das ist bestimmt was Interessantes. Da ist doch ein Kinderzimmer drin. Oder da mehrere. Ist doch das ein oder andere Zimmer noch übrig gewesen. Ja. Im Endeffekt habe ich es aber auch, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen unterschätzt. Mhm. Denn der Kaufpreis alleine ist es ja nicht. Mhm. Der Zustand von dem Schloss war jetzt nicht gerade der allerbeste. Mhm. Ein im Wirtschaftshof war ein Gebäude schon eingestürzt und die Dächer leckten und der Vorbesitzer, wie sich herausstellte, unterlag der Spielsucht. Der hatte also über 6, 7 Generationen seine oder über mehrere Jahrhunderte hatte seine Familie dieses Schloss im Eigenbesitz. Und er war dann der Spielsucht anheimgefallen, hatte praktisch das gesamte Vermögen der Familie verspielt. Und wenn ich Sie mal fragen darf, was glauben Sie, bei welchem Spiel wohl? Keine Poker, nein, vielleicht Backgammon. Blackjack oder bei Backgammon. Okay. Ach, das ist ja ungewöhnlich. Ja, ungewöhnlich. Ja. Ja, vor allen Dingen riesige Vermögen, die da weggingen. Und das Schloss war sozusagen auch schon seit Jahrzehnten nicht mehr gepflegt worden und insofern riesiger Investitionsstau. Mhm. Und der Ehrgeiz war so ein bisschen so eines der ökologisch sinnvollsten und auch am besten gedämmten und so weiter Schlösser in Deutschland daraus zu machen. Und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen. Doch, also die Bilder sind fantastisch. Man kann ja auch im Internet schon den ein oder anderen Rundgang sozusagen mitmachen. Auch wie die Fenster jetzt angelegt sind, dass man die alten Scheiben behalten hat und neue davor gesetzt, die also sehr gut schon mal in diesen Rahmen passen. Inwieweit war das mit dem Denkmalschutz schwierig? Da haben ja immer viele Panik davor, dass man sagt, oh Gott, wenn du das anfängst, die machen dir Auflagen und die machen dir die Hölle heiß und da kommst du vom Hundertsten ins Tausendste. Haben Sie das auch so erlebt? Der Denkmalschutz ist sicherlich nicht ganz einfach. Einerseits natürlich freuen die sich, wenn sie jemanden gefunden haben. Denn die Alternative ist ja, dass so ein Schloss dann über die Zeit zusammenstürzt oder irreparable Schäden eintreten. Auf der anderen Seite haben die natürlich ein hohes Interesse, möglichst viel in der Substanz in dem Zustand zu erhalten, wie es ist. Ja, und eigentlich haben wir relativ gut zusammenarbeiten können. Es gab gewisse Konflikte, denn es gibt da ein merkwürdiges Prinzip heute beim Denkmalschutz. Das Allerschlimmste ist sozusagen die Rekonstruktion. Das ist so ein Wort. Also wenn Sie das sagen, dann ist das wie Teufel und Weihwasser. Rekonstruktion ist was ganz Furchtbares. Rekonstruktionen sind aber teilweise notwendig. Ja, ich kann, also zum Beispiel ging es um die Frage des Turmes. Ja. Das Schloss war ursprünglich historisch gesehen nur ein Turm. Es steht auf der höchsten Erhebung zwischen Augsburg und München. Und die Idee des Schlosses ursprünglich war, dass es ein Wellfischer Beobachtungsturm Richtung Augsburg war. Also wenn dort der Bischof aus Augsburg mit seinen Truppen kam, dann wurde über ein Turmsignalsystem an das eigene Heer die Nachricht weitergeben und da konnten die sich wehren.
Und über die Jahrhunderte, das war so im 12., 13. Jahrhundert, und über die Jahrhunderte, insbesondere im 16. Jahrhundert, wurde die ganze Anlage dann zu einem Schloss ausgebaut. Das heißt also, das ganze Schloss war so konstruiert, dass am Schluss der hohe Turm ist. Ja. Und der fiel auf einmal im Anfang des 19. Jahrhunderts zusammen. Schade. Um 1800. Ja, und in der Zeit brauchte man militärisch diese Türme nicht mehr. Teuer wäre es auch gewesen, hat man sich entschlossen, den einfach nicht mehr aufzubauen. Und insofern hatte man jetzt also ein Schloss, das, bei dem man so aus dem Herz heraus sah, irgendwas stimmt nicht. Es fehlt der Turm, ja. Und es gab alte Stiche, die auch den Turm gezeigt haben. Und meine Idee war immer, man muss den Turm wieder aufbauen, um diese Gesamtanlage, so wie sie früher gewirkt hat, auch wieder rekonstruieren zu können. Und das war das falsche Wort, ich dann genannt hatte. Und die Vorschläge des Denkmalamtes waren dann, die sagten, okay, wenn du schon unbedingt deinen Turm haben willst, dann sei es drum, aber bitte mach ihn in Aluminium oder in Glas. Ach, ja, ganz hört was sich, Neues. Hört sich jetzt nicht unbedingt nach Denkmalschutz genau, an. Genau, ne? Um deutlich zu machen, dem Beobachter, dass das eben nicht der Originalturm ist. Und eigentlich nur mit der Hilfe des damaligen Landrats ist es uns dann gelungen, uns darüber hinwegzusetzen und den Turm aufzubauen. Und heute ist der Turm, so wie ich so feststelle, auch in der Bevölkerung ein sehr hoher Identifikationsfaktor. Denn man sieht die Burg jetzt wieder von Weitem. Und der Bewohner zum Beispiel von Hof Hegnenberg fährt in sein Dorf und sieht obendran das Schloss. Vorher sah er nur praktisch viele Bäume. Ja. Ja, also das hat, glaube ich, also diese Entscheidung des Landrates damals, sich in dem Fall einmal drüber hinwegzusetzen, war, glaube ich, die richtige. Welches Ihrer Kinder hat denn das Turmzimmer bekommen? Darf da einer drin wohnen? Also der Turm darf nicht zum Dauerwohnen benutzt werden. Er ist 45 Meter hoch. Okay. Ich glaube, wir haben in dem Turm 8 Geschosse. Mhm. Ja, also brauchen Sie einen eigenen Türmer dafür sozusagen? Da könnte man schon viele Kinder unterbringen. Ja. Tatsächlich haben wir aber oben so eine Art Fernsehzimmer mal. Mhm. Und in einer Etage stehen eine Tischtennisplatte und sowas. Okay. Sie haben so viel Spaß daran gefunden, dass Sie kurz danach noch ein Schloss gekauft haben. Allerdings nicht hier bei uns in der Region, ne? Also ich will ja nicht sagen, dass ich zum Schlosssammler jetzt geworden bin. Der Hintergrund war ja ein anderer. Es war ein eher ein wirtschaftliches Investment. Es ging um Investitionen in einen Weinbaubetrieb. Und zu dem Weinbaubetrieb gehörte eben auch ein Schloss. Das ist das Schloss Frankenberg im Steigerwald. Das ist also in Franken, südlich von Würzburg, und da geht es deutlich anderes Konzept, um 120 Hektar und davon 40 Hektar Wein und auch wieder ein großes Schloss aus dem 15. Jahrhundert, also gleiches Jahrhundert wie das Schloss, das wir hier schon haben. Und Sie haben recht, da sind wir gerade dabei, das auch zu renovieren mit dem Landesdenkmalamt. Wird wahrscheinlich auch ein Schmuckstück werden. Sie haben, ohne es anfangs so recht zu wissen oder gewusst zu haben, einen Weihnachtsmarkt dazu bekommen, den sogenannten Plätzchenmarkt, damals in Ihrem Schloss in Hof Hegnenberg. Und der machte am Anfang keinen allzu schönen Eindruck. Wie ist Ihnen der denn so erschienen, als Sie damals das Schloss gekauft hatten? Sagen wir so, ich hatte das Schloss gekauft, sagen wir mal in einem Oktober, und dann kamen aus dem Ort einige nette Damen und fragten mich, ob sie denn da ihren Plätzchenmarkt weiter betreiben können, den sie da schon einige Jahre betreiben würden. Und ich sagte, selbstverständlich, unter einer Bedingung, dass ich auch kommen darf. Und sie sagten, sehr gerne, kommen Sie doch. Und der fand dann statt am zweiten Adventswochenende, so wie jetzt unser Markt auch. Und der war bloß, wir haben ja in der Mitte das schöne Schloss und dazu gibt es einen Wirtschaftshof, damals beides noch in einem schlechten Zustand, und der war eben nicht im Schloss, sondern im Wirtschaftshof. Und an dem Tag, weiß ich noch, es regnete oder stürmte und das Ganze war ja alles nicht dicht und die standen im Wesentlichen im Freien unter einem Vordach. Mit den Plätzchen. Mit den Plätzchen. Und es sah alles so... Oh. Bisschen traurig aus, aber die Plätzchen waren ausgezeichnet und man sah auch, und man sieht es heute noch, dass jedes dieser Plätzchen wirklich handgemacht ist. Also keine solchen Fabrikplätzchen, sondern so richtig, wenn so Großmutter eben macht, die Plätzchen gemacht hat, so hatten die das auch gemacht. Mhm. Und daraufhin habe ich mich dann entschlossen, dass es doch vielleicht sinnvoller oder netter wäre, nachdem das Schloss ja auch schon da ist, das Ganze in den Schlosshof hineinzuholen.
Die Damen, die diesen Plätzchenmarkt damals begonnen hatten, hatten das ja auch unter einem karitativen Gesichtspunkt. Sie wollten den Ausbau von irgendeiner Sozialstation oder sowas fördern, was dann auch geschehen ist. Und so hatte sich das etabliert. Und diese Idee haben wir praktisch aufgegriffen. Wir haben gesagt, wir machen jetzt einen Weihnachtsmarkt. Wir haben ihn auch ausgebaut. Nicht nur eben diese Plätzchen, sondern inzwischen haben wir Gruppen aus der ganzen Gegend um das Schloss herum, die Landjugend und die Landfrauen und der Kindergarten und so weiter, die alle sozusagen ohne eigenen Profit, sondern aus rein für die gute Sache diesen Weihnachtsmarkt jetzt ausstatten und betreiben. Dieser karitative Zweck ist mittlerweile ein ganz besonderer geworden, auch in diesem Jahr. Weihnachten liegt jetzt schon ein bisschen zurück, aber wir können ja noch mal kurz drüber sprechen. Haben Sie wieder, ich sag mal, Familien, denen es nicht so gut geht, mit dem gespendeten Geld oder dem Erlös sozusagen ausgestattet, indem Sie sie eben zu einem Einkaufsbummel mitnehmen? Wie können wir uns das vorstellen? Am Anfang hatten wir die Idee, wir erwirtschaften einen Gewinn und den spenden wir oder geben wir an bedürftige Familien weg. Die Idee war, dass wir eben nicht dieses Geld, das in der Region durch die Personen, die aus der Region zum Weihnachtsmarkt kommen, dass wir die jetzt nicht unbedingt nach Lateinamerika und Südamerika oder Asien oder was weiß ich, was es so alles gibt, weggeben, sondern notleidende Familien. Vor der Haustür. Ja, ich war früher selbst Vorsitzender des Malteser Hilfsdienstes in Starnberg. Die gibt es hier auch zuhauf, bloß man sieht sie nicht so. Sie sind nicht so präsent und dadurch werden sie auch immer gerne vergessen. Ja. Ja, und deswegen haben wir gesagt, wir wollen es eigentlich diesen Familien zukommen lassen. Es stellte sich bloß raus, wenn man das Geld den Familien dann in die Hand drückt, dann müssen die das von Hartz IV oder so abziehen lassen. Ja? Und so mit unserem Steuerberater kamen wir dann so auf die Idee, dass wir es doch leicht anders gestalten. Wir gehen also mit denen zusammen einkaufen. Wir bezahlen das und sie bekommen das als Sachspende, was dann den Effekt hat, dass sie sich nicht anrechnen lassen müssen. So haben wir das jetzt auch gestern gemacht. Und das sind natürlich dann mal richtig schöne Weihnachtsgeschenke, auch gerade bei diesen bedürftigen Familien. Aber ich möchte natürlich noch auf Sie, den Schlossherrn, den Unternehmer, den Investor, den Privatmann. Sie haben ja so viel Spannendes bereits hinter sich zu sprechen kommen. Ich habe so ein bisschen für mich im Kopf zusammengefasst. Sie kennen sicherlich den Film Pretty Woman. Da gibt es den Millionär Edward Lewis, ja, der also im großen Stil Unternehmen kauft und wieder verkauft und in Stückchen teilt, da müssen wir gleich drüber sprechen. Und ich habe auch so ein bisschen John Rambo bei Ihnen im Lebenslauf gefunden. Und darüber reden wir gleich, also schalten Sie bitte nicht um, wir sind sofort zurück. Gleich geht es weiter mit dem ATV Stadtgespräch. Präsentiert von der Sparda Bank. Jetzt geht es weiter mit dem ATV Stadtgespräch. Präsentiert von der Sparda Bank. Mein Gast heute, Professor Löw, den Sie alle hier in der Region kennen, als den Schlossherrn von Schloss Hofhegnenberg in der Nähe von Schmiechen im Landkreis Eicher-Friedberg. Herr Professor Löw, ich habe es eben schon angekündigt. Alle, die Pretty Woman kennen, und ich glaube, es gibt niemanden, der diesen Film nicht kennt, kennen natürlich auch die Figur von Edward Lewis, der superreiche Mann, der mit Höhenangst immer nur im Penthouse, glaube ich, übernachten will, der Firmen im großen Stil kauft, in Scheibchen schneidet und wieder verkauft, also mit dem Alltagsgeschäft nichts zu tun haben will. So ein bisschen ist das auch aus Ihrem Lebenslauf rausgekommen. Sie haben inzwischen, ich glaube, über 250 Unternehmen, ich würde mal sagen, die sogenannten Low Performer, obwohl ich dieses Wort überhaupt nicht mag, gekauft, haben da investiert und haben eigentlich viel Gutes damit gemacht. Aber das müssen Sie uns genau erklären, weil eigentlich klingt das erstmal so, dass man ein bisschen skeptisch wird und sagt, aha, da hat sich jemand bereichert, indem er Unternehmen zerstückelt hat. Das ist bei Ihnen anders, ne? In der Tat. Also es ist nicht leicht, dieses Geschäftskonzept, das ich da so verfolge, dem Dritten zu erklären. Selbst mein Vater hatte größte Schwierigkeiten. Der sagte immer, ich gehe auf den Markt und kaufe eine Kartoffel, dann kostet die halt 1 Euro. Ja, und wenn ich die weiterverkaufe, dann kostet die 1,10 Euro oder sowas. Bei mir kann es auch manchmal passieren, dass ich eine Kartoffel kaufe und kriege sogar Geld dafür. Ja, aber manchmal muss auch ein Kaufpreis zahlen und die Möglichkeiten, den Wert eines Unternehmens zu steigern, sind sehr, sehr viel größer als bei der Kartoffel. Mhm. Also auch aus einem Unternehmen, das vielleicht 1 Euro gekostet hat, das kann dann auch
wenn man es eben richtig entwickelt und daraus ein schönes und gutes, ein stabiles Unternehmen für die Zukunft macht, das kann auch viele Millionen wert sein. Mhm. Ja? Und im Endeffekt ist es so, dass ich kann eigentlich immer mit einem relativ guten Gewissen da sitzen, denn wie Sie gesagt haben, wir haben uns darauf spezialisiert, Unternehmen zu überwerben, denen es nicht so gut geht. Daher kommen auch meistens die günstigen Preise oder Unternehmen, bei denen der Alteigentümer sagt, er kommt damit irgendwie nicht mehr zurecht. Und wenn wir die dann übernehmen und es hinkriegen, dann verdienen wir in der Tat auch viel Geld. Ja, aber die Mitarbeiter freuen sich, weil ihre Arbeitsplätze gesichert sind. Die Lieferanten freuen sich, weil sie liefern können und auch weil ihre Forderungen bedient werden. Die Banken freuen sich, die Versicherer, der Steuerzahler freut sich, der Staat freut sich. Also wenn so eine Sanierung klappt, ist das eigentlich was man so eine Win-Win-Situation nennt. Nur das Top-Management wird, glaube ich, ausgetauscht, weil die haben es ja eben nicht so gut gemacht. Genau, also das in der Tat, also nicht das gesamte Top-Management, aber meistens so in der kaufmännischen Führung muss ein Wechsel meistens herkommen. Das ist auch so ein bisschen ein Signal an die Mitarbeiter, dass man jetzt nicht die alten Strukturen mit aller Gewalt aufrechterhalten will. Ein Unternehmen, das vorher schlecht lief, wieder hinzukriegen, bedarf eben sehr viel Arbeit. Das heißt also auch von unserer Seite gehen da 10, 15 Mann rein und wir haben so nicht die Philosophie, dass wir sagen, wir möchten ein Problem nach dem anderen abarbeiten, sondern die Unternehmen sind häufig in einer schwierigen Situation und müssen in Windeseile Erfolge erzielt werden. Und das heißt, Sie kommen mit Ihrer Mannschaft, so eine Art Taskforce, also Top-Unternehmensberater, die alles umstrukturieren, fast über Nacht könnte man sagen, und dann schaut man, wie läuft es für die Zukunft. Warum behalten Sie diese Unternehmen dann meistens nicht? Es gibt ein paar Ausnahmen. Genau, schauen Sie, die Herausforderung der intellektuelle Kitzel ist es ja tatsächlich, wir übernehmen, sagen wir mal, von einem großen Konzern ein Unternehmen, das irgendwie nicht gut läuft. Er hat sich schon Mühe gegeben, hat Leute geschickt. Die Unternehmen werden ja nicht kampflos sozusagen an uns verkauft, sondern man hat gesagt, wir kommen nicht mehr weiter. Und das ist so der Ehrgeiz, den man hat, dass man sagt, man möchte doch irgendwie weiterkommen und dieses Unternehmen, an dem viele schon gescheitert sind, zu einem guten Unternehmen entwickeln. Wenn uns das dann, sagen wir mal, nach einem Jahr, zwei oder drei Jahren gelungen ist und das Unternehmen dann auf einem stabilen Fahrwasser ist und wieder im normalen Tagesgeschäft, ich will nicht sagen, dann wird es langweilig, aber dann ist sozusagen die Herausforderung auch wieder weg. Dann braucht das Unternehmen uns gar nicht mehr, die wir so hingerichtet haben. Sie haben das natürlich auch von der Pike auf gelernt. Das dürfen wir an der Stelle auch verraten. Sie waren gleich zu Beginn Ihrer Karriere bei McKinsey als Unternehmensberater. Sie haben bei INSEAD, bei Fontainebleau Paris eine Ausbildung, ein MBA gemacht, nochmal im Thema Wirtschaft. Sie sind auch noch promovierter Jurist und vieles, vieles mehr. Ich kann, glaube ich, gar nicht alles aufzählen, was Sie so gemacht haben. Das befähigt einen schon dazu, sowas anzupacken, oder braucht es da auch noch einen ganz besonderen Unternehmergeist und einen besonderen Esprit? Ich würde mal sagen, Glück gehört sicherlich dazu, aber es sind auch häufig so schicksalshafte Wendungen, die einen in die Richtung treiben. Also dieses Geschäftsmodell habe ich mir jetzt nicht irgendwie akademisch ausgedacht. Ich habe also nicht da gesessen und sagte, was mache ich denn jetzt? Das ist ja eine gute Idee. Sondern mit einem Freund zusammen hatten wir uns in der McKinsey-Zeit entschlossen, dass wir uns jetzt eine Firma kaufen wollen. Wir hatten ja kein Geld. Ja, und deswegen das ist schön, das aus Ihrem Mund zu hören. Ja, ich muss dazu sagen, der Mann hier ist einer der 500 reichsten Männer in Deutschland. Ich glaube, das ist korrekt so, oder? Das kann ich jetzt auch nicht so beurteilen. Es gibt so Rankings, das wissen Sie, und da stehen Sie irgendwo mit dabei. Aber Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen. Also jedenfalls damals hätte man das wahrscheinlich nicht so eingeordnet. Jedenfalls, also wir hatten kein Geld, wir waren ja im Prinzip Studenten und hatten danach eben McKinsey gemacht. Da verdiente man schon nicht schlecht. Mein Freund hatte damals eben ein Unternehmen gefunden, einen Büromaschinenhändler. Das ist so einer, der Kopierer oder sowas ausliefert, und kam dann auf die Idee, dass diese Firma ganz toll sei. So, und die haben wir gekauft. Die sollte 5 Millionen D-Mark kosten. Ja, ich glaube, ich besaß 100.000 D-Mark, die ich so über den Gehalt gespart hatte. Und wir liehen uns das ganze Geld zusammen. Das war auch ein Risiko. Puh, das war echt ein Risiko. Bei den Zinsen damals, ja. Heute wäre es vielleicht leichter. Ja, auch sonst. Es war also echt abenteuerlich. Und wir mussten natürlich dafür persönlich bürgen. Wir haben dann die Firma gekauft. Unsere naive Idee war, wir holen uns einen Geschäftsführer, lassen den Alten drin. Mit dem vereinbaren wir, wie viel Gewinn er machen soll. Und von den Gewinnen zahlen wir unsere Schulden zurück. Das ging aber völlig in die Hose,
Denn die Alteigentümer, diese Geschäftsführer, die fingen dann an, das Geld zu unterschlagen. Wir kamen drauf, mussten die fristlos entlassen. Bloß dann hatten wir eben 5 Millionen Schulden, keine Geschäftsführung und keine Ahnung, wie man eine Firma führt. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich sagte, dann kündige ich lieber bald mal McKinsey und kümmere mich selber drum. Im Nachhinein war das ein Glücksfall, denn ich musste dann von der Pike auf mit Existenzangst im Hintergrund. Dann stellen Sie sich mal vor, das hätte nicht geklappt. Dann hätte ich jetzt oder damals als junger Mensch plötzlich 5 Millionen Schulden gehabt. Das säßen Sie jetzt nicht auf dieser Couch hier. Das wäre dann schon schlecht gewesen. Also insofern mit ganzer Energie haben wir beide dann versucht, dieses Unternehmen dann nochmal rumzureißen oder noch zu verbessern. Und wir haben es auch hingekriegt. Wir haben, glaube ich, dann in dem Jahr 40% mehr Umsatz, der Gewinn stark gestiegen. Und es kam dann nach einem Jahr ein Käufer daher, ein Stratege, sagte, ich will euch die Firma abkaufen, die läuft so gut. Wir hatten ja 5 Millionen gezahlt und der sagt, er zahlt uns 6 Millionen. Und dann haben wir gesagt, Gott sei Dank, konnten die Schulden abbezahlen und hatten dann nach einem Jahr 1 Million D-Mark zu zweit vor Steuern verdient. Und dann sagten wir, das scheint doch vielleicht trotz der Schwierigkeiten, die wir hatten, eine gute Art zu sein. Aber eben man selber. Man sagt ja auch immer, die erste Million ist die schwerste. Offenbar war das bei Ihnen ja auch so dann, ne? Ja, also die hat nicht so lange gedauert, aber das eine Jahr, kann ich Ihnen sagen, habe ich echt schlecht geschlafen. Ja. Okay, heute schlafen Sie weit besser. Auch deshalb, weil Sie sich in all diesen Jahren, egal wie viele Firmen Sie mittlerweile gekauft haben und restrukturiert haben, Sie haben sich immer wieder Auszeiten genommen, sogenannte Sabbaticals. Und zwar manchmal gleich ein ganzes Jahr oder öfter sogar. Was machen Sie dann in diesen Zeiten? Sie haben es wahrscheinlich schon mal nachgelesen. Also manchmal geht es dann auf den Jakobsweg oder im Wesentlichen nutze ich die Zeiten dann, um nochmal die Geschäftskonzepte zu überdenken und dann die Zeit auch zu nutzen, wieder was Neues zu entwickeln. Und so hatten wir ja auch schon mehrere so neue Entwicklungen drin. Einmal war es dann, dass ich von vornherein auf eine börsennotierte Gesellschaft gezielt habe. Und wir waren dann die erste börsennotierte Restrukturierungsgesellschaft in Europa. Oder dass wir dann später sagten, wir machen das in einer ganz anderen Form und kaufen nur noch Unternehmen von Konzernen und so weiter. Also das Ganze ist immer wieder mal so eine Zeit zum Reflektieren, zum Neuordnen und dann wieder einen neuen Schlachtplan für die nächsten 5 Jahre zu entwerfen. Klingt aber bis dahin alles immer noch nach Arbeit. Nun weiß ich aber auch von Ihnen, dass Sie sehr spannende Hobbys haben, die mitunter auch sehr zeitraubend sein können. Sie sammeln, glaube ich, Classic Cars und fahren auch Rennen. Zuletzt, glaube ich, in Kitzbühel wieder erfolgreich, richtig? Ja, habe ich sogar gewonnen, das stimmt. Ja, gratuliere. Dann weiß ich von Ihnen, dass Sie den Jagdschein haben. Sie fliegen, glaube ich, weiß nicht welche Maschinen. Sie haben, glaube ich, mehrere Piloten- oder Flugscheine. Motorboot sowieso. Also das sind dann schon so bescheiden es eigentlich anfangs daherkommt. Man kriegt mit der Zeit schon Lust auf all das, was so das Leben spannend und interessant macht, oder? Ich denke auch. Also wenn man die ganze Zeit immer nur in einer Richtung unterwegs ist und seine gesamten Gedanken immer nur in eine Ecke fokussiert, dann kommt man schnell in den Tunnelblick rein. Also ab und zu muss man wieder raus und man kommt immer am besten raus, wenn man praktisch in ein anderes Environment reingenommen wird, wo praktisch ganz andere Regeln gelten. Sie können sich auch vorstellen, Sie fahren wohin und springen gleich wo rein und tauchen dann unten irgendwo auf 20, 30 Meter an irgendwelchen Riffen entlang. Dann ist sozusagen der Erholungseffekt viel, viel schneller, als wenn Sie sagen, ich fahre jetzt mal um die Ecke und gehe im Bayerischen Wald wandern. Was auch sehr schön ist, aber man braucht einfach länger, um da in so eine reflektierende Stimmung reinzukommen. Einen anderen Blick zu bekommen auf die Dinge. Trotzdem sind Sie ein, wie man weiß von Ihnen, ein sehr bescheidener Mann im Grunde. Sie sind ein sehr bodenständiger Mann. Sie sind sehr gläubig auch. Ihre 5 Kinder sind Ihr Ein und Alles. Wie freuen die sich eigentlich über das Schloss oder die Schlösser und was es da sonst noch an Besitztümern gibt? Das stimmt. Also für Kinder ist das immer so ein bisschen ambivalent. Einerseits ist das natürlich ein toller Abenteuerspielplatz. Auf der anderen Seite merkt man es auch, dass Kinder es eigentlich immer ganz gerne haben, am gleichen Ort zu sein. Also wenn sie sagen, ich habe hier ein Zuhause, da ein Zuhause und da ein Zuhause,
dann jedenfalls kleinere Kinder tun sich dann vielleicht ein bisschen schwer. Bei den größeren, also der Älteste ist jetzt 15 und wird 16, da ist es schon so, der lädt seine Freunde ein und sagt, du, am Wochenende bitte nicht ins Schloss kommen, da komme ich mit 6 Freunden. Ach, wie nett. Ja, da muss ich dann trotzdem kommen, weil es wird einem schon ein bisschen unheimlich, was die dann alles so machen. Ob das Schloss danach noch steht. Aber wir haben ja jetzt auch noch ein Haus in München erworben und das ist natürlich jetzt für die größeren Kinder super spannend. Jetzt die Großstadt so ja, vor der Haustür. Großstadt und dann mal irgendwie rumlaufen und dies und jenes in meinem Restaurant oder eine Pizza zu essen, das ist echt spannend. Wo sind Sie denn die meiste Zeit? Also Starnberg, da ist das Unternehmen, Livia. Dann haben Sie jetzt Hofhegnenberg, München. Und ich glaube, Südafrika, das sind Sie auch ganz gern. Wissen Sie, wo ich überall so gerne bin, da haben Sie schon recht. Das alles nee, Südafrika ist auch noch ein zweites Weingut zu dem Weingut in Frankenberg. Die haben halt eher Rotweine da unten auch. Ich bin ja promovierter Historiker, glaube ich, wie Sie vorhin sagten. Also mich interessieren auch immer die alten Sachen. Das Weingut in Südafrika ist von 1696, man glaubt es gar nicht, und ist so das zweit- oder drittälteste. Und das ist auch spannend, das zu entwickeln, auch so ein bisschen eine Familientragödie dahinter und insofern darunter zu fahren, auch mit den Einheimischen zu reden. Wissen Sie, wenn ich eine Firma kaufe, muss ich auch mit der Belegschaft reden und da unten redet man halt dann plötzlich mit 50 auch Schwarzen, ja, und mit denen sich gut zu verstehen und zu sagen, kommt jetzt trinken wir oder so, oder trinken wir mal einen zusammen. Das macht dann Spaß. Also man muss auch immer die Herzen von den Leuten gewinnen. Nur so geht's, glaube ich. Ja. Sie haben vor ein paar Jahren einen spektakulären Flugunfall gehabt. Es ist alles gut gegangen, wie wir sehen. Hatten Sie Todesangst, als es abwärts ging? Und das, ich glaube, das Fahrgestell hat sich nicht ausfahren lassen, oder? Ja, also der Außenstehende empfindet das wahrscheinlich noch dramatischer, denn das Flugzeug fliegt ja noch. Ein Rad kam nicht mehr raus und insofern musste man dann eben notlanden. Es war, es war eine bizarre Situation, denn es war die Adventszeit und als wir dann im Landeanflug waren, blinkte der ganze Flughafen, als ob jetzt irgendwie so ein Weihnachtsmarkt da wäre. Das war aber nur Feuerwehr, Polizei, die da alle schon auf der Landebahn standen. Und ich weiß noch, ich war immer die ganze Zeit überzeugt, dass eigentlich nichts passieren kann. Gut. Sie haben ja auch eine Einzelkämpferausbildung gemacht. Hier schließt sich jetzt die Klammer, weil ich vorhin auch John Rambo angedeutet habe. Also ich glaube, wir müssen uns noch mal unterhalten. Ihr ganzes Leben kriegen wir gar nicht in unsere halbe Stunde Stadtgespräch. Ich freue mich trotzdem sehr, dass Sie bei uns waren, Professor Löw. Alles Gute für das Schloss und für Ihre Familie. Und bei Ihnen möchte ich mich auch bedanken. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Das ATV-Stadtgespräch wurde Ihnen präsentiert von der Sparda Bank. Finanzen einfach und entspannt erledigen. Sparda Bank.